Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3 Multiplayer mit dem Homer. Moin. In der letzten Runde haben wir über DLCs geredet. Was hast du denn diesmal für ein Thema für uns? Ach du Scheiße. Lass mich erstmal ein bisschen nachdenken. Ja, der Homer muss nachdenken. Das heißt, verheißt nichts Gutes, Leute. Es kommt irgendwas mit Code. Gut, COD. Das neue Call of Duty Spiel. Okay, können wir mal. Was hältst du davon? Ja. Große Erwartungen. Ich will mich ehrlich gesagt, Leute, nicht jetzt bei euch zum Feind machen. Ich habe am Anfang, habe ich ja auch gesagt, ich werde es auf jeden Fall spielen. Das werde ich machen, weil das letzte habe ich einfach, weil es einfach, es sieht nicht schlecht aus. Es sieht zumindest ein bisschen grafikmäßig das Update aus. Aber es sieht halt immer noch schlechter aus als Battlefield 3 zum Beispiel, finde ich persönlich. Wenn man das allerdings nur vom Aussehen aus her machen würde, dann würde Call of Duty ja fast eigentlich immer verlieren. Und das tut es ja nicht. Verkaufszahlen technisch ist Call of Duty ja weit über Battlefield 4. Weit, also so viel ich weiß. Und, ich muss sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, aha, ein neues Call of Duty, neue Grafik, Fische. So, das war so das, was ich mir gemerkt habe, so, ne, das hat sich ja auch jeder gemerkt, Fische, ja, ne? So, und die Fische, die wegschwimmen. So, ich, insgesamt fand ich die Idee, so ein bisschen mehr auf eine neue Technologie zu setzen und vielleicht eine andere Engine, so fand ich eine gute Sache. Dann haben die jetzt, letztens habe ich diesen Multiplayer-Trailer gesehen, wo man so ein bisschen gesehen hat, was da alles möglich ist. Und ich muss sagen, ich finde es interessant. Allerdings muss ich einfach sagen, teilweise kommen die Innovationen, die als Innovationen versprechen, einfach ein bisschen zu spät. Ja. Also, weil wenn ich mir dann so angucke, Battlefield 3 fängt ein scheiß Hochhaus um und die werben damit, dass irgendwo so eine kleine Tankstelle so einen Zentimeter runterrutscht irgendwo. Ich meine, das wäre auf irgendeiner Map gewesen. Dann muss ich einfach sagen, ist das für mich so, nicht, dass das schlecht ist an sich, aber es wirkt einfach so, als wäre es alles ungefähr auf die, genau, so ein bisschen einfach verschränkter und so. Was nicht heißen soll, dass man daran keinen Spaß haben kann, Leute. Also ich werde trotzdem spielen und ich werde auch Spaß haben daran, um Gottes Willen. Ja, die Positive an Call of Duty sind ja diese Lobby-Funktion, dass man da mit einer Gruppe einen Server aufmachen kann und privat spielt, weil hier ist ja ein öffentlicher Ranking-Server. Ja. Es gibt, wie gesagt, es gibt durchaus, ich will auch keinen Krieg von Battlefield und Call of Duty, das würde ich niemals wollen, weil ich finde beide... Haben beide ihre Berechtigung. Genau, die haben beide absolut ihre Berechtigung, sind beide komplett anders. Wenn ich Call of Duty gespielt habe und danach Battlefield spiele, komme ich mir vor, als wäre ich scheiße. Weil Battlefield einfach wieder ein ganz anderes Aiming hat. Das heißt aber nicht, dass das Aiming oder dass das einfacher oder besser wäre bei Call of Duty oder schlechter wäre bei Call of Duty, sondern das ist einfach nur ein anderes System. Die haben eine ganz andere Funktion insgesamt dahinter gesteckt. Das heißt, da ist es halt so, dass es... ist ein bisschen schneller, ist ein bisschen agiler. Daraus entstehen dann auch so Premium-Titel wie Titanfall, was ich auf der Gamescom sehen konnte. Das ist so fast so eine Mischung aus beidem, ne? Ja, ja. Also aktive Action wie in Call of Duty. Genau. Aber trotzdem noch so Fahrzeuge und große Maps und so ein Scheiß. Aber über Titanfall können wir wann anders reden. Dann lass uns bei Call of Duty bleiben. Call of Duty selber, wie gesagt, ich finde, es sieht schon besser aus. Ich werde es auf jeden Fall auch zocken, Leute, da keine Angst. Den Singleplayer weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das machen werde, weil die interessieren mich einfach meistens nicht bei den Spielen. Bei Battlefield werde ich ihn wahrscheinlich machen, weil ich Hoffnung habe, dass der besser ist als der letzte. bei Call of Duty hat mich das einfach noch nicht so richtig interessiert. Gab es bei Call of Duty eine Koop-Kampagne? Es gibt Koop-Missionen, aber diese, heißt das nicht sogar Söldner oder so? Bin mir nicht sicher. Also, da kenne ich mich mit Call of Duty gar nicht aus. Ich auch nicht, deswegen. Mich braucht er nicht fragen. Ich bin Battlefield-Spieler seit erster Stunde. Naja, so geht mir das ja auch. Also, ich muss sagen, auch Call of Duty spiele ich eigentlich, wenn dann nur bei Kumpels auf der Konsole. Also, das ist der einzige Zeitpunkt, an dem ich Call of Duty spiele. Ich habe noch nie am PC Call of Duty gespielt, oder jetzt doch schon Black Ops 2 mal gespielt. Aber sonst halt nix. Ja. Immer nur auf der Konsole. Ja, wie gesagt, Leute, also das soll jetzt kein Flame auf eins von diesen Spielen sein. Sind beide gut. Ich hab allerdings, wie gesagt, nur das Problem, dass das Call of Duty, das neue zumindest, ein wenig, es wirkt einfach wirkt. Es wirkt ideenlos teilweise. Und das wäre nicht so schlimm. Wären da nicht auch noch solche Sachen wie die ganzen DLCs, die wir eben besprochen haben, da auch noch mit dabei, weil da wurden auch schon wieder tausende Sachen angekündigt. Und das macht es dann ein bisschen madig für mich. Also, wie gesagt, Leute, ich werde es spielen, aber ich denke, Battlefield 4 wird das Rennen für mich einfach machen. Einfach, weil ich mich da auch wohler fühle, wenn man dann zusammen quasi auf so einem riesen Schlachtfeld unterwegs ist. Mir macht das einfach insgesamt mehr Spaß. Call of Duty habe ich halt immer Spaß an den kleinen, schnellen Runden, das muss ich sagen. Die gefallen mir auch besser als die Deathmatch-Runden bei Battlefield.
Aber Fahrzeuge gibt es ja sowieso nicht, ne? Bei Call of Duty finde ich ganz gut. Was mir echt gut gefällt, sind diese Belohnungsperks. Killstreaks, oder? Genau das. Das finde ich auch. Das macht richtig Spaß, wenn man so richtig stolz sagen kann: Oh, guck mal hier, jetzt habe ich hier, was weiß ich, eine Predator oder so einen Scheiß freigeschaltet. Erstmal benutzen und Gegner moschen. Ja, weil das motiviert halt, sich wirklich anzustrengen und zu konzentrieren dabei. Und das finde ich ehrlich gesagt, das ist auch eine super Idee. Also, das finde ich, das hat ja Battlefield auch nicht und das macht es auch wieder zu was anderem. Deswegen, Leute, würde ich sagen, Call of Duty wird super werden, glaube ich trotzdem. Wird sich auch gut verkaufen, verkauft immer wie warme Semmeln. Das ist so, die brauchen sich um den Absatz keine Sorgen zu machen. Wir können ein Stück Code hinwerfen und sagen, das ist Call of Duty und jeder kann. Ja, wir wollen mal nicht so gemein sein, aber ne. Leute, machen Stück Code, verstehst du? COD. Ja. Ja, lach du mal. auf jeden Fall. Oh. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube trotzdem, es wird gut werden, es wird sich gut verkaufen und man wird es auch oft genug spielen können und was weiß ich. Ist alles okay. Ich glaube trotzdem, dass Battlefield 4 mich einfach wieder mehr abholen wird. Das ist so. So. Es kommt aber auch darauf an, halt wie man oder womit man angefangen hat. Wenn man mit COD angefangen hat, dann bleibt man eher COD-treu als die Leute, die Battlefield angefangen haben, die bleiben natürlich Battlefield-treu. Hm. Also ich kenne wenige, die aktiv Battlefield und COD gleichzeitig spielen. Hm. Halt außer jetzt zum Beispiel Let's Player, die das für ihre Zuschauer machen und da Bock drauf haben. Aber in meinem Freundeskreis, entweder spielt der Freundeskreis oder ein paar Freunde spielen entweder nur Battlefield oder halt nur COD. Ich kenne keinen, der beides spielt. Also, ja, ich kenne schon ein paar, die beides machen, aber ich weiß, keine Ahnung, ob man das verallgemeinern kann, weiß ich jetzt nicht. Also ich sehe halt selten so Mischmasch-Leute. Weil wenn ich zum Beispiel diese Steam-Aktion da mit Black Ops 2, wenn ich jetzt Black Ops 2 spiele und dann zu Battlefield, das sind schon zwei unterschiedliche Engines, das merkt man auch. Ja, aber das sind Welten einfach. Das ist. Also selbst wenn ich jetzt, wie gesagt, das neue Call of Duty gegen das Battlefield noch vergleiche, selbst da muss ich einfach noch sagen, auch wenn das jetzt viele vielleicht nicht hören wollen oder dann sagen hören, bist du ein Arsch, ist okay. Aber selbst dabei, finde ich, sieht man, dass das Battlefield 3 eben noch besser aussieht als Call of Duty, wie heißt es, Ghost, genau, das neue. Aber wenn man vom Grafischen abweicht, dann dann gibt's halt vieles, was jedes einzigartig macht, so ist es halt, ne? Ja. Ja, auch die Grafik durchaus die ist ja zweckmäßig. Das ist ja bei der Geschwindigkeit, die du da spielst, auch bei Battlefield, da kannst du ja auch nicht jedes Detail bemerken. Ich finde aber nur, dass das rundere Gefühl mir meistens eher bei Battlefield gegeben wird. Wie die Räume aussehen, wie die ausgeleuchtet sind und sowas. Das andere haben da einfach einen anderen Geschmack und sagen, bei Call of Duty gefällt mir das besser, schnelle Grafik. Da gibt es ja kaum Ruckler, das ist ja wirklich super schnell, es läuft auf 60 Frames, da gibt es keine Ruckler, habe ich bis jetzt zumindest einfach noch gar nicht gehabt. Und das macht das halt aus, dieses schnelle Gameplay, richtig heftig schnell. Das ist schon fast ein bisschen, also Call of Duty ist einfach ein Nachwurf zu Counter-Strike, finde ich. Also Counter-Strike ist ähnlich schnell, wenn du es denn profimäßig spielst. Wenn nicht, dann dauert das langwieriger, bis man sich wieder eingearbeitet. Aber die richtigen Profis, die sind... Alter, die ziehen so schnell, da ist Lucky Luke ein armes kleines Kirchenkind gegen. Ja. Ja, die in. Die Quickscopen, tak, dam, 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 ne? Das finde ich übrigens auch eine Sache, die ich in Call of Duty gar nicht mag. Das Quickscopen, das nervt mich total. Ja, warum gibt es eigentlich Sniper drin, wenn es da keine großen Maps gibt? Das frage ich mich. Habe ich auch gesagt, es gibt nur zwei Maps, wo sich das tatsächlich lohnt. Und das ist so eine mit zu Turbine, glaube ich, heißt die eine. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nicht alle Map Packs vom Call of Duty gespielt. Von daher weiß ich nicht über alle Bescheid. Also, wir reden jetzt über Black Ops, ne? Ja, ja. Also, ich habe da von den Standmaps noch halt keine gefunden, wo man ansatzweise irgendwie gut aus Entfernung snipern könnte. Weil aus Nahkampf macht Snipern, nehme ich lieber eine Schrotze. Dafür finde ich aber allerdings, das haben sie jetzt zum Glück bei Battlefield 4 ja geändert, fand ich die Sniper bei Battlefield 3 leider ein bisschen zu schwach. Also... Wenn die sich irgendwo hinkämpfen und sowas, dann hasse ich die auch und dann sind die auch stark. Aber wenn du eigentlich recht überlegst, finde ich persönlich, dass so ein Sniper-Schuss mit einem bestimmten Kaliber selbst in der Brust dich einfach mal tötet. Und dann, das finde ich halt ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen
seltsam bei Battlefield, dass es dann eben nicht der Fall ist. Aber gut. Ja. So, Diskussionsrunden über Diskussionsrunden demnächst oder später wahrscheinlich. Nehmen wir noch mit drei anderen wahrscheinlich auf. Da wird es dann wahrscheinlich relativ voll werden. Und auch laut und Conquest-mäßig und sowas. Also ganz, ganz andere Sparte als jetzt. Aber ist doch mal ganz angenehm. Vielleicht so ein Format könnte man immer wieder zwischendurch bringen. Was ihr auch mal schreiben könntet in die Comments, ob euch das gefällt oder ob das nicht gefällt. Ja. Ja, genau, sagt das doch einfach mal. Vielleicht habt ihr da Interesse dran. Vielleicht wollt ihr auch eigene Themen ansprechen, über die wir reden oder sowas. Könnt ihr auch machen. Das könnte man auch in Battlefield 4 oder sowas, Call of Duty mäßig, dann irgendwann weiterführen. Weil das ist so ein Spiel, das, auch wenn ich mich darauf konzentriere, auf Schießen, da kann man immer relativ gut nebenbei was quatschen. Das ist so. Sagtet einfach Bescheid. Wenn ihr das scheiße findet, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr sagt, wir wollen lieber euch fluchen und actionmäßig hören, absolut in Ordnung. Und zum Abschluss sage ich noch Kothaufen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.